Ja, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wieder eine Woche rum. Heute wollte ich mit euch mal über regenerative Energie sprechen, und zwar im Detail über den Energiegehalt von Brennholz. Wenn euch Videos zu dem Thema interessieren, dann gibt es jede Woche hier bei uns an der Mühle ein neues Video für euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Erzeugung, Nutzung und Speicherung von regenerativen Energien ist ja in aller Munde. Wir betreiben hier unsere selbstgebaute Wasserkraftanlage. Videos dazu findet ihr natürlich auch in der Playlist auf unserem Kanal. Wir wollten heute aber mal über eine andere Form der Energiespeicherung sprechen, und zwar in der Form von Biomasse. Gerade die Betreiber von Photovoltaikanlagen kennen das Thema. Wie bekomme ich die Sonne, die im Sommer ja reichlich vorhanden ist und reichlich Energie liefert, gespeichert für den Winter? Dabei gibt es Batteriespeicher oder Wasserstoffspeicher. Beim Fachwerker auf dem Kanal habe ich jetzt gesehen, er hat sich sogar Gedanken darüber gemacht, einen Druckspeicher oder sogar ein Pumpspeicherkraftwerk selbst zu bauen. Hat das einfach mal theoretisch durchdacht. Dabei hat die Natur vielleicht schon das Patentrezept in der Tasche und guckt auf uns und lacht sich vielleicht so ein bisschen ins Fäustchen. Denn Energie kann man natürlich auch ganz prima in Biomasse speichern. Und wie das geht, das können wir jeden Tag von der Natur lernen. Wenn eine Pflanze wächst, dann betreibt sie Photosynthese. Das heißt also, das Licht der Sonne wird genutzt, um einen Prozess in Gang zu bringen, wo der Atmosphäre Kohlendioxid entzogen wird, Sauerstoff wird frei, der Kohlenstoff wird hier in der Pflanzenstruktur eingelagert, und den können wir natürlich nachher prima nutzen, um unsere regenerativen Biomasseheizungen zu betreiben. Da holen wir den Kohlenstoff wieder raus, kehren den Prozess um, nehmen den Luftsauerstoff, verbinden den mit dem Kohlenstoff hier in den Pflanzen, wird natürlich wieder CO2 frei und auch die Energie. Und zwar die Energie, die die Sonne vorher in die Pflanze reingepackt hat. Das heißt also, so eine Pflanze ist eigentlich nichts anderes als ein Sonnenenergiespeicher. Vorab eine kleine Anekdote. Unser Brennholz hier, die Buche, die kommt aus dem Kellerwald hier in Nordhessen. Gibt es ja die Mittelgebirge und eine Mittelgebirgsregion bei uns hier. Unser Wald, das ist der Kellerwald. Der Kellerwald, der hat seinen Namen nicht von Kellern, die sich in dem Wald befinden, sondern von den Köhlern, die früher ihr Tagewerk in dem Wald verbracht haben. Die haben aus dem Buchenholz Holzkohle hergestellt, und das war der Energielieferant für die mittelalterliche Industrie oder vielleicht schon die keltische Industrie, die damals da dran hing. Das heißt also, Holzkohle war wichtig, um Stahl herzustellen oder um auch Erze aus dem Gestein zu Metallen zu verarbeiten. Das war der Energielieferant schlechthin. Für uns als Holzheizer, die auf Schaltholz setzen, ist es natürlich essentiell wichtig, den Energiegehalt des Schaltholzes zu kennen, denn das ist die Rechtfertigung für den Preis, der für das Schaltholz aufgerufen wird. Verschiedene Holzarten haben verschiedene Energiegehalte. Einfach gesprochen kann man sagen, je leichter das Holz, desto weniger Energie, je schwerer das Holz, desto mehr Energie. In der Berechnung von Energiegehalt des Holzes gibt es zwei Verfahren. Zum einen kann man das über das Volumen machen, das heißt, man kann den Energiegehalt mit dem Volumen des Holzes gleichsetzen. Auf der anderen Seite kann man auch den Energiegehalt des Holzes über das Gewicht machen. Die Gleichsetzung des Volumens mit dem Energiegehalt findet oft im Brennholz- und Scheitholzkonzept ihre Anwendung. Das Vergleichen des Gewichts mit dem Energiegehalt, das ist eher, wenn ich auf standardisierte Produkte wie zum Beispiel Pellets zurückgreifen möchte. Für mich als Schaltholznutzer, für mich ist es wichtig zu wissen, was habe ich hier vor mir,
Ich kann natürlich nicht hergehen und den Baum erstmal wiegen und schon gar nicht die Trockenmasse des Baums wiegen, weil natürlich im Holz immer eine gewisse Restfeuchte vorhanden ist, um auf den Energiegehalt zu schließen. Und deswegen gehe ich hier über die Raummeter. Wenn ich aber einen Raummeter Buchenholz habe, ist der nicht zu vergleichen mit einem Raummeter Pappelholz. Der Raummeter Pappelholz hat wesentlich weniger Energiegehalt als ein Raummeter Buchenholz und sollte daher auch wesentlich weniger kosten. Da ich mir die ganzen Zahlen natürlich nicht so wahnsinnig gut merken kann, habe ich mir hier mal eine kleine Liste vorbereitet. Die werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise ich werde das alles in die Videobeschreibung mit aufnehmen. Da könnt ihr diese Liste nochmal nachlesen und da könnt ihr auch sehen, welche Hölzer welchen Energiegehalt haben. Ist jetzt immer bezogen auf den Raummeter, das heißt also ein Kubikmeter, Meter mal Meter mal Meter. Das ist ein Raummeter Holz, das ist das, was uns im Scheitholzbereich das Maß aller Dinge ist. Das ist unsere Basis, über die wir den Energiebehalt, aber auch den Preis bestimmen. Bei Eiche, Buche, Robinie und Esche haben wir 2100 Kilowattstunden pro Raummeter und das sind auch unsere Spitzenreiter, gefolgt von der Kastanie mit 2000 Kilowattstunden für einen Raummeter Holz. Danach der Ahorn, die Birke und die Platane mit jeweils 1900 Kilowattstunden, genau wie die Ulme, wobei die Ulme durch das Ulmensterben hier bei uns in der Region wohl eher rar geworden ist und wahrscheinlich selten im Brennholz zu finden ist. Aber auch Obsthölzer, wie zum Beispiel die Kirsche, können sich sehen lassen mit 1800 Kilowattstunden pro Raummeter Holz. Jetzt kommen wir zu den Weichhölzern. Das sind vornehmlich Nadelhölzer, und zwar die Lärche, die Kiefer und die Douglasie, jeweils mit 1700 Kilowattstunden pro Raummeter Holz. Die Erle, die Linde und die Fichte sind gleich auf mit 1500 Kilowattstunden pro Raummeter Holz. Dazu nochmal, bei uns in der Region wird ungern mit Fichte geheizt oder generell mit Nadelhölzern. In anderen Regionen wie Bayern oder Österreich ist das wahrscheinlich das Standard. Holz zum Heizen. Bei uns sagt man immer, da ist so viel Harz drin und ich denke, wenn man das in einem Holzvergaserkessel verbrennt, der Lambda geregelt ist, dann sollte das kein Problem sein, da die Menge an Sauerstoff gemessen wird, die zu so einer guten Verbrennung, da gibt es ja dieses Stöchiometrieverhältnis, das heißt also, wie viel Sauerstoff braucht meine Verbrennung, braucht meine Flamme, um sauber verbrennen zu können, und das wird dann im Holzvergaser durch diese Lambda-Regelung gewährleistet. Da kommt im Endeffekt dann auch Heizenergie raus, ich packe Holz rein und die Heizenergie landet in meiner Heizung, und von daher ist für mich auch ein Nadelholz ein wirklich guter Energieträger. Danach kommt die Tanne und die Weide mit jeweils 1400 Kilowattstunden und eines der Schlusslichter ist die Pappel mit 1200 Kilowattstunden. Ich habe auch schon Pappelholz gebrannt, aber wenn man hier den Vergleich sieht, man würde jetzt eine Menge von 20 Raummetern Pappelholz kaufen, dann würde 10 Raummeter Buchenholz der gleichen Energiemenge entsprechen. Das heißt, das Pappelholz dürfte dann auch nur die Hälfte kosten. Bei Pappelholz habe ich halt nochmal einen hohen Ascheanteil. Viele Hölzer haben noch so ihre Vorteile, zum Beispiel Birke ist ein schnell wachsendes Holz, ist ein Primärgehölz, genauso wie die Weide und Pappel. Bei der Pappel ist es aber so, die Pappel ist sehr schwer, wenn sie noch erntefrisch ist, also wenn sie gerade frisch abgesägt worden ist und noch ihr gesamtes Wasser enthält, dann ist die Pappel sehr schwer, lässt sich eigentlich auch gut verarbeiten, ist ein bisschen zäh das Holz, aber wenn man die Pappel dann nachher im trockenen Zustand nochmal anhebt, dann wird man sich wundern,
dann wiegt die vielleicht noch ein Drittel von dem, was sie nass gewogen hat. Das heißt, die Pappel ist so ein kleiner Schwamm, da ist ganz viel Wasser drin, und wenn ich die frisch verarbeite, dann muss ich das viele Gewicht bewegen, und im Endeffekt habe ich dann nur noch ein Holz, was wenig Energie enthält und aber im Endeffekt trotzdem die gleiche Arbeit gemacht hat. Von daher ist Pappel nicht so ganz berühmt als Brennholz, aber im geschenkten Gaul, wie sagt man so schön, schaut man nicht ins Maul. Von daher, wenn es Pappelholz liegt, das gibt es ja oft mal kostenlos, das kann man sich einfach so machen, und dann würde ich Pappelholz auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe Pappelholz auch schon oft gebrannt, es hat halt einen hohen Ascheanteil und deswegen ist es nicht so ganz attraktiv. Ich habe jetzt noch mal den Vergleich zu Hackschnitzel, das wird auch in Raummetern gerechnet. Beim Hackschnitzel ist es aber eher so eine Art Schüttraummeter, ähnlich wie beim Holz. Beim Scheitholz gibt es ja auch den Schüttraummeter, darüber haben wir uns ja schon unterhalten. Da gibt es dann nochmal einen anderen Faktor, den ich von dem Festmeter ableiten kann, um zu einem Schüttraummeter zu bekommen. Das war, glaube ich, ein Faktor 2,5, das heißt, ein Festmeter geben 2,5 Schüttraummeter, aber nur 1,5 Stär. Also ein Festmeter wären 1,5 Raummeter, 1,5 Stär, aber 2,5 Schüttraummeter. Und bei den Hackschnitzeln kenne ich den Faktor nicht, aber der muss noch schlechter sein wahrscheinlich als bei den Schüttraummetern, denn der Raummeter Hackschnitzel hat nur 900 Kilowattstunden. Im Vergleich dazu, ein Raummeter Buchenholz hat 2100 Kilowattstunden, was ja schon mal eine ganze Menge mehr ist. Das heißt, wenn ich mit Hackschnitzeln heize, dann muss ich mich eben darauf einstellen, dass ich noch mehr Platz, noch mehr Raum, noch mehr Volumen haben muss, als wenn ich mit Scheitholz heize. Wenn man jetzt also rausgeht und Brennholz kauft und sich das nicht selbst macht, beziehungsweise auch wenn man es selbst macht, dann kann man so eine Liste als Hilfe nehmen, um die Preise zwischen den einzelnen Holzarten zu berechnen. Das heißt also, wenn eure Preisbasis das Buchenholz ist, dann könnt ihr über so einen Vergleich auch den Preis von eurem Birken-, Weiden- oder Fichtenholz berechnen, was das im Endeffekt dann als Brennholz kosten darf. Faustformel sollte sein, je weniger Energie in dem Brennholz vorhanden ist, desto günstiger sollte es werden. Hier mal ein praktisches Beispiel zur Verdeutlichung anhand eines Raummeters Buchenholz, der 150 Euro kostet. Was darf der Raummeter Fichtenholz im Vergleich dazu kosten? Die Formel 150 geteilt durch 1200 Kilowattstunden ist gleich x durch 1500 Kilowattstunden, wobei die 1500 Kilowattstunden der Energiegehalt des Fichtenholz sind. Die Formel umgestellt, einfacher Dreisatz, ergibt sich hier: die Kosten für das Fichtenholz dürfen maximal 107 Euro betragen. Das könnt ihr euch quasi für jede Holzart könnt ihr diese Formel wiederverwenden. Wenn ihr einen Preis habt, dann könnt ihr über diese Formel jedwede Preise für andere Holzarten bestimmen. Es wird so ein paar alte Hasen geben, die werden sagen, das habe ich doch schon gewusst. Bei denen bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt, und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Für all die anderen hoffe ich, dass vielleicht mal eine neue Ansicht oder eine neue Anregung mit dabei war. Über eure Kommentare würde ich mich wie immer freuen. Über ein Abo und ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei uns an der Obermühle. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.